Heute geht es für uns nach Bremerhaven. Unsere Reise startet vom Bahnhof Cuxhaven. Die RB33 von der EVB pendelt im Stundentakt zwischen Cuxhaven und Bremerhaven. Der Hauptbahnhof in Bremerhaven verfügt über 4 Bahnsteiggleise, die auf beiden Seiten von Gütergleisen umgeben sind. Heute gibt es in Bremerhaven keinen Fernverkehr mehr. Auf dem Weg zum Radarturm kommen wir am Bürgermeister-Smith-Denkmal auf dem ehemaligen Marktplatz vorbei. Weiter geht es durch das Columbus Center. Davor befindet sich das Columbus-Denkmal. Das Columbus Center ist zum Wahrzeichen der Stadt geworden und trennt die Bremerhavener Fußgängerzone und Innenstadt vom Hafenbecken. Hier kann man schön shoppen gehen. Das Studio Bremerhaven von Radio Bremen ist hier untergebracht. Ein maritimer Touristenmagnet mit einzigartigen Attraktionen sind die Hafenwelten. Dort gibt es das Klimahaus Bremerhaven 8 Grad Ost, ein Atlantikhotel Zell City mit der Aussichtsplattform, das Mediterraneo, Lloyd, Marina und Wohnen am Deich. Außerdem befindet sich hier das erfolgreiche deutsche Auswandererhaus Bremerhaven, der Zoo am Meer, das Deutsche Schifffahrtsmuseum, das U-Boot Wilhelm Bauer und das Historische Museum Bremerhaven. Bremerhavens Mitte hat sich durch den Bau der Hafenwelten sichtbar verändert. Eigentlich ist der Radarturm gar kein Radarturm. Er besitzt keine Radarantenne. Besucher können bis auf 6 Meter vordringen. Dort befindet sich eine Aussichtsplattform, die einen weiten Blick über Bremerhaven ermöglicht. Oberhalb des Besucherraumes sind die hochfrequenztechnischen Geräte untergebracht. Vielmehr handelt es sich um einen Richtfunkturm, der die Radar- und Funksignale an der Unter- und Außenweser in die Verkehrszentrale überträgt. Es gibt 8 Radartürme an der Außenweser. Die Radarkette reicht
von der Wesermündung bis nach Brake-Unterweser. Es werden alle aufgenommenen Radarbilder empfangen und vom nautischen Personal ausgewertet. Ein Ausstellungsraum und ein Gang verbindet den Turm mit dem Betriebsgebäude der Verkehrszentrale des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bremerhaven. Der Turm wurde 1963 aus Stahlbeton erbaut. Direkt an der Weser wurde auf der Nordmole der Einfahrt zum neuen Hafen das Semaphor vom Leuchtturm Hohe Weg wieder aufgebaut und in Betrieb genommen. Der fast 20 Meter hohe Mast zeigt die Windstärke und die Windrichtung von Borkum und Helgoland an. Die entsprechenden meteorologischen Daten werden vom Deutschen Wetterdienst alle 2 Stunden online gesendet und auf dem Zeichenträger optisch weithin sichtbar angezeigt. Beim neuen Hafen steht der Leuchtturm Bremerhaven als Oberfeuer. Er ist der älteste noch in Betrieb befindliche Festlandleuchtturm an der Deutschen Bucht und zählt zu den Wahrzeichen Bremerhavens. Das Bauwerk steht seit 1984 unter Denkmalschutz. In der Innenstadt befindet sich die Bürgermeister-Smith-Gedächtniskirche und das Stadttheater. Die Innenstadt lädt mit vielen Geschäften zum Shoppen und Bummeln ein.
am Hauptbahnhof von Bremerhaven geht unsere Reise durch Bremerhaven leider auch schon wieder zu Ende.